Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, pass auf, ein Wort. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Detlef Rüsing hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter zur Dezember-Ausgabe. Ja, wie immer am Anfang eines Monats gucken wir kurz zurück, schauen, was gerade läuft im Dialogzentrum und am wichtigsten natürlich erzählen wir Ihnen, was Sie in diesem Monat erwartet, also im Monat Dezember. Schauen wir kurz zurück. Das Erste ist, wir haben am Anfang des Monats hat es wieder Post gegeben aus dem DNKP und wir haben an unserem Thema Team weitergearbeitet. Sie wissen, wir mussten leider am 4. November unsere Tagung zum Thema Team als Therapeutikum Corona-bedingt absagen. Wir haben aber natürlich an diesem Thema weitergearbeitet. Und auf unserem Blog finden Sie im letzten oder zwei große Beiträge zum Thema Team. Einmal einen über einstündigen Vortrag des Kollegen Müller-Hergel. Der Christian hat sich dort also rundum nochmal mit dem Thema Team, geronnte psychiatrisches Team, Wirkung, wie setze ich das zusammen und so weiter auseinandergesetzt. Das Ganze auch nochmal verschriftlicht, also sowohl als Video als auch verschriftlich, als auch die Präsentation finden Sie also auf unserem Blog und auf unserem YouTube-Kanal. Und wir haben in diesem Monat auch unser Haustheater, unsere Serie Haustheater zum Thema Team gemacht. Und ich denke auch, das ist recht spannend geworden. Ansonsten hat es natürlich noch den Forschungsnewsletter, der dreimonatig erscheint. Die Zahlen steigen weiterhin. Sie abonnieren den fleißig und das freut uns natürlich sehr. Können Sie nur sagen, erzählen Sie anderen davon. Und zum Schluss hat es wieder den Podcast Wissenstransfer, die Episode 12, gegeben. Immer zu Beginn des Podcasts, wissen Sie, nach der Kurzvorstellung des Dialogzentrums kommt immer diese kleine Serie Nur ein kurzer Gedanke. Und in dieser kleinen Serie nehme ich Sie mal ein Stück weit mit in meine Gedankenwelt. Und im letzten, also im gerade erschienenen Podcast des Dialogzentrums, geht es diesmal in der Serie Nur ein kurzer Gedanke um Citizen Science, um die Bürgerwissenschaft und das, was man vielleicht mit dieser machen kann im Bereich der geronnten psychiatrischen Versorgung. So, was läuft aktuell? Das gleich vermutlich wie bei Ihnen, einmal außerhalb und innerhalb natürlich unseres Zentrums. Es geht um Weihnachten, wir produzieren zum Teil vor, wir arbeiten daran. Wir werden bis zum 23. Dezember werden wir im Dialogzentrum arbeiten, gehen dann in die Sommerpause und die ist zu Ende am Montag, den 11. Januar. Also ab Montag, dem 11. Januar sind wir wieder da. Also am 23. Dezember in die Sommerpause und dann geht es über Weihnachten und Silvester in das neue Jahr, was hoffentlich uns alle, na sagen wir mal, mit guten Nachrichten überrascht, die wir alle gut gebrauchen können, denke ich. Dann die Dialogakademie. Ich hatte es schon mal an anderer Stelle genannt. Wir haben jetzt auch Corona-bedingt, aber wir hatten es sowieso vor und darum haben wir es ein bisschen forciert. Es gibt neue Seminare, es gibt weitere Seminare, wo wir Beschreibung für haben und wir haben jetzt die ersten drei Online-Seminare auf unserem Blog, in unserem Veranstaltungskalender. Also nochmal www.dzla.de. Gehen Sie auf den Reiter Dialogakademie. Dort finden Sie also jetzt Online-Seminare. Ich denke auch ganz spannend. Also die laufen dann über Zoom und ähnliches. Wir haben eine neue Mitarbeiterin, eine studentische Hilfskraft haben wir bei uns, worüber uns sehr freuen. Und die widmet sich insbesondere dem Thema Demenz und Krankenhaus und wird demnächst etwas dazu bringen. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, und ansonsten kann ich nur auch noch mal dazu sagen, dass die Besucherzahlen auf unserem Blog und auf YouTube stetig steigen und all das macht uns natürlich froh und führt uns auch dazu, dass wir sagen, wir können nicht so falsch liegen mit dem, was wir tun. Und dafür erstmal von uns allen herzlichst Danke. Also kommen wir zum Wichtigsten dieser kleinen Ausgabe von Auf ein Wort. Was passiert im Monat Dezember? Obwohl ich ja gesagt habe, dass wir am 22. Dezember bereits in die Winterpause gehen, passiert bis dahin noch sehr viel. Übermorgen, am Donnerstag, gibt es wieder Post aus dem DNKP. Danach, den Dienstag, hat der Kollege Hensel etwas für Sie vorbereitet, nämlich etwas zum Pro und für, oder zum Für und Wider von E-Learning. Sehr spannend. Danach, den Dienstag, hat der Kollege Müller-Hergel etwas sehr Spannendes für Sie, nämlich aus unserer Serie Kritisches Glossar, ein Beitrag zum Konzept der Empathie. Sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig.
Danach, den Donnerstag, kommt schon die letzte Folge für dieses Jahr des Podcasts Wissenstransfer, die Episode 13, die schon viel früher in diesem Monat kommt, da wir halt in diese Winterpause gehen. Und am 22. das Highlight, naja, vielleicht nicht inhaltlich das Highlight, aber sicherlich vom Ansehen her das Highlight, unsere Weihnachtspost. Also am 22. Dezember verabschieden wir uns für dieses Jahr von Ihnen und machen einen kurzen Rückblick. Und ich verspreche Ihnen, wir werden es genauso wie vor einem Jahr machen, werden wir wieder unsere lustigen Hüte aufsetzen. Vielleicht interessiert Sie das, vielleicht auch nicht. Ansonsten, wenn Sie jetzt erst zu uns stoßen, es gibt so viel zu entdecken auf dem Blog des Dialogzentrums. Stöbern Sie, schauen Sie nach, diskutieren Sie mit uns, melden Sie sich bei uns oder schreiben Sie unter die Beiträge. Das Gleiche gilt für unseren YouTube-Kanal. Wir haben dort Playlists eingerichtet oder entdecken Sie unseren Podcast, was auch immer. Also diskutieren Sie unsere Sachen, melden Sie sich, wenn Sie es gut finden, erzählen Sie es weiter. Wenn Sie es schlecht finden, erzählen Sie es auch weiter. Hauptsache, wir bekommen irgendeine Rückmeldung von Ihnen und Sie setzen sich mit den Themen auseinander. Wir freuen uns schon jetzt einmal auf den Dezember, aber auch schon aufs nächste Jahr. Aber jetzt machen wir erstmal zusammen einen guten Dezember. Also Ihr Team des Dialogzentrums. Bis bald. Auf ein Wort.